Hey Leute, ich mache euch heute mal ein Tutorial zum Thema Vance View. Das ist eine Überwachungskamera für WLAN und LAN. Was ihr dafür braucht, ist die Installations-CD, die ihr zu dem Modell dabei habt. Ich habe jetzt das Modell NCB541W. Da ist eine CD mit bei. Diese lege ich ein. Wenn ihr diese eingelegt habt, sollte jetzt eigentlich der Autostart folgen. Genau, hier haben wir ihn. Ja, ist ein bisschen ältere Version. Und daher geht da nichts automatisch auf. Dann geht ihr hier auf Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen. So. Wenn ihr jetzt eure Kameras angeschlossen habt, via einem LAN-Kabel, was ihr zuallererst in eurem Netzwerk machen müsst. Das heißt, ihr müsst eure Kamera via LAN-Kabel an euer Netzwerk anschließen und natürlich mit Strom versorgen eure Kameras. Wenn ihr das macht, dann geht ihr auf bsearch-en-exe. Da habt ihr hier dieses, ja, ich nenne es mal Tool, womit ihr eure Kameras im Netzwerk finden könnt. Dann drückt ihr hier auf Search. Zack. So, jetzt habt ihr hier eure Kameras gefunden. Ich gehe jetzt mal eben hier auf die 192.168.2.11. So, hier könnt ihr jetzt eine feste IP zum Beispiel einstellen in eurem Netzwerk. Ja. Oder halt automatisch setten lassen. Ich habe jetzt hier eine feste genommen. Ja, ich nehme für mein Netzwerk 192.168.2.11. Ja. Dann tippt ihr hier euren Standard-Gateway ein, euren Domain-Name-Server und euren Port, auf dem ihr eure Kamera erreichen wollt. Ja. Das tippt ihr dann quasi nachher 192.168.2.11 Doppelpunkt 4001 ein. Dann kommt ihr auf eure Kamera. So, wenn ihr jetzt hier dran Sachen verändert habt, IP verändert habt, DNS, HTTP-Port, ja, dann müsst ihr hier unten auf Viewing Account, wenn ihr das erste Mal macht, dreht ihr eure Kameras um. Da steht da unten drauf, bei mir zum Beispiel Admin und das Passwort wäre 123456. Ja, also standardmäßig wäre es Admin mit dem Passwort 123456. Ja. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, eure Einstellung hier oben vorgenommen, Update, ja, drückt ihr auf Update. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Device updaten wollen? Eure Kamera also? Ja. Device Information successful updated. Okay. Device Restarting. Eure Kamera wird jetzt neu gestartet, das heißt, die Einstellungen wurden darauf gespeichert, ja. Und somit, wenn diese Kamera gleich gerestartet ist, könnt ihr auch auf diese Kamera zugreifen. Das zeige ich euch gleich. So, warten wir einen kurzen Moment. So, der Device ist gerestartet. Dann können wir das Ganze jetzt closen. Das müsst ihr natürlich dann jeweils für die ganzen Kameras separat einstellen, ja? Ich habe jetzt hier auch zwei Kameras im Netzwerk. Die andere ist jetzt schon eingestellt. Die habe ich jetzt mit euch zusammen eingestellt. Läuft. Drücke ich Close. Wenn ich jetzt Close gedrückt habe, alles fertig, gehen wir auf den IPC-Monitor. Den installiert ihr hier auch von der CD aus. IPC-Monitor EN1-V1.0.1.4 Exe. Wenn ihr den noch nicht installiert habt, müsst ihr den installieren. Ich habe den jetzt schon installiert. Ja. No. Dann macht ihr diesen IPC-Monitor auf. So sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr jetzt die Kamera eingestellt habt, geht ihr hier auf dieses Plus. Ja, sagt jetzt dem Device-Namen Keller Cam, Cam 1, 2. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Da oben könnt ihr das Label, könnt ihr euch selber aussenden. Wählt hier oben die Series aus. Dann die IP. In meinem Fall 192.168.2.11.
4.2.11. Hier wählt ihr den Port aus, in meinem Fall 4001. Hier das Admin. Und hier euer Standardpasswort 123456. Wahlweise steht es auch auf dem Rücken der Kamera, wenn ihr sie umdreht. Safe. Kellercam 2 saved. Yep. So. Jetzt drücke ich, jetzt habe ich hier links die Kellercam 1.2. Um diese jetzt aufzurufen, mache ich einen Doppelklick auf die Kellercam 1.2 und sie lädt. Und da bin ich. Hallo. So, das ist die Kellercam 1.2. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, über die Device Control hier unten rechts das Ganze zu drehen. Ja, das wäre über den IPC-Monitor. Ja. So sieht das Ganze über den IPC-Monitor aus. Drehen, hoch, runter. Mal eben zur Nachtsicht, die können wir auch mal ausprobieren. Funktioniert auch. 1A. So, dann gehen wir jetzt mal auf den IPC-Monitor raus. Wir wollen jetzt euer WLAN einstellen. IPC-Monitor schließen. So haben wir wenigstens schon mal die Funktion der Kamera überprüft. Jetzt öffnen wir den Internetbrowser. Hier tippen wir jetzt ein 192.168.2.11 Doppelpunkt 4001. Hatten wir zu Anfang eingegeben. Also machen wir das hier auch. Bestätigen das Ganze mit Enter. Und eigentlich hätte er mir jetzt Passwort abfragen müssen. Ich habe es wohl gespeichert. Hier haben wir, dann müsst ihr euren Passwort eingeben, wie euren Admin 123456. Wahlweise was anderes, was auf eurem Rücken der Webcam draufsteht. Hier können wir nun auswählen. Mode 1 View for Browser with IE Kernel, Internet Explorer. Haben wir nicht. Mode 2 to View for Firefox Safari Browser, etc. Dann nehmen wir den. Da sehen wir mich wieder. Hier haben wir jetzt noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Unter anderem auch die Einstellung für WLAN. Ja, gehen wir hier oben auf Network. Wireless LAN. Ich habe jetzt hier unten leider keinen Wireless LAN in meinem Keller. Drückt ihr hier auf Scannen. Ja. Aufpassen. Drückt auf Scannen. Dann sollte ja eigentlich ein WLAN finden. Wenn euer WLAN an ist. Ja. Ich kann euch das mal eben ganz kurz zeigen hier. Ich mache mal eben meins an. Zack. Drücke jetzt auf Scannen. Jetzt müsst ihr mir gleich mein DLAN zeigen. Ja. So, seht ihr, Speedport, W501, Hoshinet und Stephanstraße. Das hier wäre jetzt zum Beispiel meiner. Ja, könnt ihr hier eure SSID einstellen, euren Key, eure Verschlüsselung und euren Schlüssel. Dann Wireless LAN verbinden. Hier, das muss natürlich auch angeklickt sein, ja. Ganz wichtig. Zack, Haken rein, übernehmen. Die ganze Sache läuft. Ihr könnt euer Internetkabel abziehen und es funktioniert. Ja, ihr habt hier noch dutzende andere Einstellungsmöglichkeiten. Was haben wir denn hier noch? Den DNS-Support, genau. Ja. MSN-Config. Für MSN-Messenger, wie das Ganze funktionieren soll, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Jetzt habe ich in vielen Foren auch gesehen, dass sich viele die Frage stellen, wie kann ich jetzt zum Beispiel auf diese Kamera vom Internet her zugreifen? Natürlich ganz wichtig, das Port-Forwarding dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr sowas macht, ja? Dass ihr den Port überhaupt freigebt, in meinem Fall den Port 4001. Ja? Andere Sache ist, wie rufe ich das Ganze auf? Total einfach und simpel. Das macht ihr wie folgt. Als erstes legt ihr euch einen Gast-Account an unter Advance. Ja, ich nenne jetzt mal GEST Gast und das Passwort ist dann auch Gast. Ja, hat hier die Gastrechte, sodass er nichts verstellen kann, ja. Jetzt übernehme ich das Ganze und ich kann leider kein komplettes Video
anzeigen lassen. Ich kann mir immer nur einen Snapshot anzeigen lassen. Ich habe leider momentan keine leichtere Methode gefunden als diese Snapshot-Methode. Das heißt, wenn ihr euch mit Gast auf eurer Kamera anmeldet, sendet ihr euch einen Snapshot. Na, das Ganze zeige ich euch jetzt gleich. So. Ich hoffe, zup. So. Ich will jetzt einen Snapshot meiner Kamera haben, ja? Dazu gebe ich ein http://. Was das GUEST? GUEST @192.168.2.11 war unsere Kamera. Wichtig dabei, .4001, wahlweise euren Port, welchen ihr auch immer nehmt. Ja, jetzt tippt ihr dahinter ein, snapshot.cgi. Ja, wenn ihr jetzt Enter drückt, habt ihr einen Snapshot. Ja, das Blöde an der Sache ist, ich müsste jetzt immer wieder aktualisieren drücken, um ein neues Bild zu haben. Ja? Er sendet euch halt immer nur einen Snapshot. Da kommt jetzt nur ein Bild zustande, weil ich die ganze Zeit drücke. Wenn ich jetzt nicht mehr drücke, passiert auch nichts. Gut. Ja, das soweit dazu. Ich habe dieses Tutorial hier gemacht, weil ich nur schlechte Tutorials ohne Ton gefunden habe von diesem Vans View. Und gerade auf Deutsch habe ich davon gar nichts gefunden. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, postet es einfach. Ja. Wir sehen uns. Danke.